Ja, moin Leute. Wir müssen jetzt mal aufpassen, dass wir hier die Fußgänger überfahren. Wir fahren jetzt zur Gustav-Freitag-Straße. Das ist die Wohnung, die wir nicht nehmen wollten, wie ihr vielleicht noch wisst. Weil da gab es ja so diverse Feuchtigkeitsprobleme, Risse in den Wänden. Und letztendlich haben wir uns aufgrund des Preises und ich sag mal so dem Angebot, was da momentan in dem Viertel besteht und den Preisentwicklungen, doch dafür entschieden. Und was auch ausschlaggebend dafür war, ist, hatte ich am letzten Video schon erzählt, dass die Verwaltung einfach mega hinterher ist und die ganzen Maßnahmen, die ganzen Probleme, die da bestehen, sofort behebt und wirklich, ich sag mal so, wirklich am Start ist. Also sie sind richtig, die machen gute Arbeit und lösen Probleme und das ist alles in den Beschlusssammlungen haarklein aufgedröselt, was da für Probleme bestanden haben, wie die gelöst wurden und dass sie jetzt auch behoben sind. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, wie gesagt, das zu machen und die Wohnung daneben auch gleich noch mit anzukaufen. Ja. Da fahren wir jetzt hin. Aktueller Status ist da, dass die Tapeten runtergerissen sein sollten. Und wir haben mit Handwerkern schon gesprochen. Die haben das, also haben auch schon den Auftrag. Wir haben das schon durchgesprochen, was wir da machen. Planung ist durch und ja, wir gehen da jetzt gleich mal rein. Gucken mal, wie weit die sind und besprechen dann mal, wann wir wie weit sind. Es gibt zwar einen Plan, wann was fertig sein muss. Eigentlich sollte das diesen Monat abgeschlossen werden. Sehe ich momentan als kritisch. Ja, müssen wir einfach mal gucken gleich. Ja, wir kommen übrigens heute nur in eine Wohnung von den beiden. Weil von der anderen haben wir den Schlüssel nicht. Weil da erst Kaufpreis gezahlt wurde, jetzt letzten Monat. Und Nutzen-Lastenwechsel jetzt erst gestern gewesen ist und der Schlüssel quasi auf dem Postweg ist, was auch nicht geil ist, weil normalerweise laut Kaufvertrag muss der Schlüssel am 1., also je nachdem, was im Kaufvertrag steht, aber in diesem Kaufvertrag steht jetzt drin, dass der Schlüssel am 1. des Monats, also beziehungsweise das Übergabetag 1. des Monats ist, also gestern. Und dementsprechend hätte eigentlich der Schlüssel gestern schon da sein müssen. Ist natürlich richtig nervig und ja, ist halt von den Verkäufern nicht so elegant. Aber können wir jetzt leider nichts tun. Wir könnten theoretisch jetzt noch die rechtliche Keule schwingen und sagen, hier Leute, ihr habt es versäumt. Handwerker stehen in den Startlöchern, wir stellen euch alles in Rechnung. Wollen wir natürlich nicht, weil was bringt das? Ne? Da haben wir jetzt auch nichts von. Deswegen müssen wir es leider akzeptieren, dass wir erst heute wahrscheinlich die Schlüssel kriegen. Und dann, also heute Nachmittag irgendwann, holen wir die wahrscheinlich ab. Und ja, dann geht es da weiter. Aber wir kommen jetzt, wie gesagt, in die zweite Wohnung, die wir angekauft haben. Und gucken mal, wie weit es da ist. Ja. So. So ist natürlich wieder, wie gesagt, die beiden Dachgeschosse nebeneinander. Das ist wie damals, als ich zur Schule gegangen bin und bei Pizzaservice gearbeitet habe. Alle Leute, die Pizza bestellen, wohnen immer ganz oben. Aber an sich ist das Treppenhaus echt schön, bis auf die Auskristallisierung ganz oben. Das hatten wir uns ja im ersten Video angeguckt, wo ich gesagt habe, wir nehmen es nicht. Aber wie gesagt, die Verwaltung, die macht ja echt einen guten Job und hat das alles schon geklärt und alles behoben. Das muss auch richtig Bock bringen, hier das Ding jedes Mal hier hochzuschleppen. Genau, hier war ja die Auskristallisierung von der Feuchtigkeit. Das wurde ja alles schon behoben. Das haben wir im ersten Video gesehen. Ja. Genau, hier die Risse im Treppenhaus. Aber das ist alles nicht das Problem. So. Oh, pff, Alter. Ja, hier ist schon ein bisschen was passiert. Hier ist auf jeden Fall kein Tapeten mehr dran. Türen sind schon raus. Puh, Alter. Fußboden bleibt übrigens drin, der wird nur abgeschliffen. Badezimmer kommt raus. Also alle Fliesen kommen raus hier. Da ist neu gemacht. Quasi im gleichen Stil. Also wir machen das immer grundsätzlich. Wir kaufen immer so bei den Großhändlern ein, dass wir sagen, wir machen pro Jahr irgendwie beispielsweise 1000 Quadratmeter. Beispielsweise von so einem Badezimmer. Und boah. Und kriegen dafür dann dementsprechende Preise für die Materialien. Und der weiß dann halt auch, worauf er sich einlässt und wir wissen, was wir kaufen. Und in der Regel sehen die Wohnungen alle ähnlich aus vom Stil. Ne?
alle vernünftig, so wie es modern ist und so wie es halt auch nachgefragt wird von den Mietern. Ne? Weil ich habe gestern zum Beispiel, haben eine Ausschreibung gemacht für Handwerker und da hatten welche auf der, einen Fliesenleger auf der Seite, Beispielbäder, die sahen aus, ey, aus, wie aus den 90ern und das hat er auf seiner Website gehabt. Und dann frage ich mich immer so, ja, wer macht sowas noch? Naja. Gut, hier sehen wir, ist die Wand schon weg? Hier war ja vorher eine Wand, sieht man hier noch? Diese abgebrochen und hier sehen wir, hier sehen wir halt, hier war Trockenbau, ne? Das ist hier ganz, ganz einfach. Das ist jetzt hier eine offene Wohnküche. Die Küche bleibt auch drin, das ist echt geil. Und ich muss sagen, ich bin echt fasziniert davon, wie die halt von den Regelsplatten die Tapete abziehen, ohne dass die Regels platten. Weil wenn ich das machen würde, wäre die halbe Platte mit ab. So. Hier kommt, hatte ich ja schon mal erzählt, glaube ich, hier kommt eine Wand rein, eine Tür. Oha. Ach, da sitzt noch einer. Hier ist Feuchtigkeit am Start. Das haben die, glaube ich, gerade schon besprochen. So. Türen kommen auch, meine ich. Weil ich glaube, die bleiben. Ich glaube, die bleiben. Müssen wir nochmal gucken. Gehen wir mal nach oben. Vorsichtig mit dem Kabel. Hier ist das hier auch krass, die sah auch alles schon ab. Ja. Das geht auf jeden Fall schon voran hier. Das hört mir. Ja, lass mal runtergehen, so ich laufe. Ursprünglich war mal geplant. Ursprünglich hatten wir mal vor, dass wir hier oben quasi rund um die Treppe rum eine Wand ziehen. Würde aber vom Raumkonzept das wäre richtig scheiße. Und wir würden da echt viel Platz verlieren und das wäre halt mega verschachtelt, wir müssten ganz komische Wände ziehen. Weil das Problem einfach bei der Wohnung und auch bei den Wohnungen nebenan ist, dass wir einfach nur theoretisch jetzt, wenn es so ist, wie es jetzt ist, einen großen Raum hätten. Das bedeutet, wenn du hier zu zweit wohnst, kann halt keiner abends schon mal ins Bett gehen. Oder wenn halt jemand bis spät abends arbeitet, jemand schläft schon mal, du hörst halt hier überall alles. Und das ist halt blöd. Deswegen ziehen wir jetzt hier unten eine Wand, eine Tür und ja, machen das dann vernünftig. Ne? Ja. Was ist mit der Feuchtigkeit da? Was ist da? Aber das kommt da, wo kommt das her? Ist das alt? Ist das alt? Alt, ja. Immer unter die Tapete. Ja, ja. Das ist ja übrigens ein bestes Beispiel dafür. Das war unter der Tapete, das hat man gar nicht gesehen. Und deswegen machen wir auch immer die Tapeten ab. Weil zum einen ist Tapete. Alter, was ist das denn? Krass, kann man das sehen? Guck mal, kannst du hier rangehen? Siehst du diesen Knick hier? Siehst du das? Guck mal hier, warte mal, guck mal hier. Krass, ne? Das ist hier die ganze, das geht hier komplett durch. So, deswegen machen wir zum Beispiel immer die Tapeten ab, weil durch die Tapete, da ist halt organisch, das ist ja in der Raufaser-Tapete ist ja Holz drin, so Holzspäne. Und Schimmelsporen ernähren sich ja von organischem Material. Und ich sag mal, Papier mit Holz, da gibt's nichts Besseres für die Schimmelsporen, als da richtig Gas zu geben. Deswegen ziehen wir das halt immer auf, mal abgesehen davon, dass gespachtelt und gestrichen viel geiler aussieht, ne? Muss man auch mal sagen. Ja. Das ist quasi jetzt das nächste Projekt, diese und die Wohnung nebenan. Und ja, jetzt ziehen die Handwerker von der Wohnung in der Brandvorwerkstraße hier rüber. Und ja, das werden wir auch weiterhin dann mit Videos begleiten. Und ja, ich halte euch auf dem Laufenden, bleibt dran. Gustav-Freiderstraße, das müsste jetzt Teil 3, glaube ich, gewesen sein. Teil 4 wird dann schon wieder, da geht es dann schon wieder nachher um den Aufbau, ne? Gut, ja, wie gesagt, wir sehen uns, bis bald. I'm a town on the night. Start with me.